meine lieben Freunde. Heute möchte ich euch im ersten Teil die Talente und die Kreativitäten der einzelnen Sternzeichen näher bringen. In jedem von uns, in dir, ja, auch in dir, wohnt mehr Kreativität, als du glaubst. Sicher, du kommst müde nach Hause. Von deiner Arbeit und all deine Träume schiebst du zur Seite. Bist du dir eigentlich bewusst, dass in dir wundervolle Talente wohnen? Vielleicht hast du einmal begonnen, ein Buch zu schreiben oder ein Bild zu malen. Vielleicht hast du aber auch einmal begonnen, deinen Schmuck selbst anzufertigen oder aus Ton Schalen, Wandbilder und so weiter zu formen und zu basteln. Vielleicht kannst du dir auch wunderbare Kleider nähen oder stricken. Glaube an dich selbst und vertraue auf dein Können, auf deine Talente. Warum legst du diese Talente weg? Warum legst du sie so weit weg, dass du sie nicht mehr siehst? Warum machst du die angefangenen Sachen nicht fertig? Warum? Es hatte dir doch Spaß gebracht, als du mit der Arbeit begonnen hattest. Und dann hast du die angefangene Arbeit einfach in die Schublade gelegt und es vergessen. Also, zögere nicht mehr, hole es wieder heraus. Und widme dich deinen Wünschen, deinen Talenten und damit deinen Träumen. Du kannst mehr, als du glaubst. Deine Kreativität ist groß. Vertraue dir und glaube an dich. Sei entschlossen und sitze nicht mehr so herum, sondern nimm das Talent, dein Talent an, das du hast, und tue das, wovon du schon lange, lange träumst. Frage deine Seele. Sie sagt dir, was du tun sollst. Bei den Sternzeichen sind die kreativen Talente unterschiedlich. Und nun höre. Höre, wie es sich damit auf die einzelnen Sternzeichen auswirkt. Wir durchleuchten heute den Widder, den Stier, die Zwillinge und den Krebs. So, wir beginnen also mit dem Widder. Der Widder kämpft sich durchs Leben. Für seine Kreativität nimmt er sich keine Zeit. Doch es schlummern viele Talente in ihm, worauf er sich unbedingt besinnen sollte. Und nicht erst später. Er hält seine wunderbaren kreativen Fähigkeiten unter Verschluss, um für sie später sie aufzubewahren. Und nun höre, lieber Widder, hol sie hervor, deine Talente, dann wirst du Freude finden. Nun zum Stier. Der Stier, der hat schon einige Talente erkannt, die er nur in der Freizeit allerdings nutzt. Er hat die Chance, diese auch beruflich zu nutzen. Das ist ihm leider noch nicht so richtig bewusst. Also denke darüber nach. Die Zwillinge. Sie fühlen sich derzeit in ihrem Beruf nicht wohl und sind mit ihrem Leben nicht zufrieden. Sie sollten sich auf ihre Talente besinnen und neue Wege gehen. Auch du solltest darüber nachdenken, was für Möglichkeiten du hast. Der Krebs. Er hat ein sehr großes Potenzial in seiner Kreativität. Er sollte sich von der Hektik im Alltag lösen, sowie von allen Hemmungen und Ängsten verabschieden. Mit vielem hat er begonnen, doch immer wieder abgebrochen. Vielleicht
begegnet er jemanden, der seine Talente erkennt und diese auch fördern kann. Er sollte das tun, was er am besten kann. Dazu muss er im Inneren überzeugt sein. Dann ist der Erfolg einfach da. Dann ist der Erfolg gewiss. Und nun der Leitspruch. Frage deine Seele. Sie sagt dir, was du tun sollst. Morgen, meine Lieben, geht es weiter mit dem zweiten Teil der restlichen Sternzeichen vom Löwen bis zum Fisch. Auch das wird spannend. Herzlichst, eure Diria.